Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück auf dem WG-Kanal. Ich hoffe, euch geht es gut. Was macht ihr denn momentan eigentlich so? Chillt ihr da so zu Hause oder seid ihr irgendwie in Urlaub gefahren oder so? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Wir werden hier jetzt auf jeden Fall gleich die Bestrafung von Marc machen. Der hat nämlich bei der Tausch-Challenge im Einkaufszentrum verloren gegen Jeppe. Er muss sich jetzt gleich ein Bein wachsen lassen. Komm, wir schauen mal rüber zu den beiden. Hallöchen, ich komm mal in eure Mitte. Okay. Gleich gibt's ja, los, ne? Super. Habt ihr denn schon Erfahrung mit Waxing gemacht? Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Also ich wollte es nie ausprobieren. Weil man muss sich ja nicht unbedingt die Beine wachsen, sondern man kann sich ja auch so, keine Ahnung, die Augenbrauen wachsen lassen oder... Oh, weil man ist die Augenbrauen weg. Also ich kenne viele Freunde, vor allem auch weibliche Freunde, die sich halt so alles wachsen lassen, weil sie sich nicht rasieren wollen. Aber ich könnte das niemals. Ich halte die Schmerzen niemals aus. Das ist auch wirklich übel. Ich habe es auch schon mal ausprobiert, aber... Deswegen ist das echt, das ist sehr grausam, das ist schmerzhaft. Macht mir jetzt keine Angst. Marc, ich wünsche dir viel Spaß. Wie ist eure Meinung zum Thema Körperbehaarung bei Männern? Persönlich finde ich es gar nicht schlimm, wenn man so ein paar Haare hat als Mann, irgendwie an den Beinen oder sonst wo. Also wenn es jetzt extrem stark ist, dann würde ich mich selber rasieren oder irgendwie waxen, weiß ich nicht. Das tut, glaube ich, ein bisschen zu lang. Aber an sich, wenn man da ein paar Beinhaare hat, ich sehe da gar kein Problem mit. Ich finde, das ist was ganz Natürliches so, weil bei Männern ist ja noch viel extremer als bei Frauen so. Mhm. Also ich habe auch so viele Beinhaare oder so, aber wenn ich zum Beispiel jetzt so Brust- oder Rückenhaare hätte, würde ich mir die auch wegmachen. Das stimmt. Also Rückenhaare würde ich auch. Aber das kann man ja nicht so verallgemeinern, das ist ja das so, jeder hat eine andere Meinung dazu. Ne? Aber findet ihr, dass Körperbehaarung bei Männern auch so ein Zeichen von wirklich Männlichkeit ist? Ich finde, das ist jetzt nicht, wenn du keine Beinhaare hast oder nicht so starke Behaarung hast, dann würde ich nicht sagen, du bist kein Mann. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Ja. Ich glaube, da gibt es andere Faktoren. Also ich finde, man bringt das ja immer so ein bisschen in Verbindung, so mit, wenn du viele Haare irgendwo hast, so ein Bartwuchs oder so, dann bist du ein richtiger Mann. Aber eigentlich ist es ja kompletter Schwachsinn. Und nur weil du jetzt keine Haare hast oder so, heißt ja nicht, dass du kein Mann bist, weißt du? Aber wie ist denn das dann gleich, wenn der Marc keine Beine mehr an den Haaren hat? Ist er dann nicht mehr männlich? Keine Beine, keine an Beine mehr an den Haaren. Ohne Beine. Okay, mach nochmal. Und bitte. Aber wie ist es denn jetzt gleich, wenn der Marc keine Haare mehr an den Beinen hat? Ist es dann weniger männlich oder was? Ich hoffe nicht. Marc war auch früher schon nicht männlich. Es wird auf jeden Fall lustig, aber danach ist er trotzdem noch ein Mann. So. Ja, ich denke auch. Aber ich glaube schon, das ist so ein Thema in der Pubertät, einfach wenn dann so mal der Bartwuchs kommt, dass man dann sagt, okay, jetzt fühle ich mich vielleicht ein bisschen männlicher oder so. Ja. Aber das ist tatsächlich total unterschiedlich. Deswegen wollte ich euch jetzt mal kurz fragen, wie ist das denn bei euch? Rasiert ihr euch oder nicht? Oder schreibt mal generell eure Meinung zum Thema Körperbehaarung in die Kommentare. Das wäre sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt aber hier dann jetzt mal an mit der Bestrafung. Let's go! Ich hab Bock. Wir sind für dich. Makilator. Viel Spaß, dann fang mal an. Okay. Oh, lecker. Okay, wie viele machen wir? Also ja, schon, du musst von hier bis hier also einmal schon, rum. Wenn schon, dann mach schon, wenn wir okay, warte, Julina, du hilfst mir und machst ein paar Dinger warm, okay? Oh nee, das wird so wehtun. Wahrscheinlich selbst beim Aufsetzen, also wenn man... Oh Gott. Oh, ich weiß gar nicht, ist das so richtig, ja, ne? Komm schon, du musst es schnell aufziehen. Scheiße. Das sieht jetzt schon schlimm aus. Wir haben genug für zwei Beine. Okay, okay, übertreib's jetzt nicht. Okay, das ist schon... okay, los geht's. Oh mein Gott. Das wird so wehtun. Oh, schön festreiben. Ich war Kampfsportler, ich kann Schmerzen ab. Ja. Okay. Also ich hoffe, sonst wird's schlimm. Oh mein Gott. Das wird so wehtun. Nein. Du hast aber echt wenig Beinhaare. Oh mein Gott, das wird so wehtun. Wir machen hier keine halben Sachen. Das ganze Bein muss weg. Auch. Alter, das wird so weh. Das tut gefühlt schon jetzt nicht. Doch nicht in die Richtung. Das tut jetzt schon weh. Nein. Das wird so wehtun. Oh no. Oh mein Gott. Ich heule jetzt schon fast. Komm, hier ein letztes. Oh, lecker. Ich weine jetzt schon. Noch Platz. Hier hinten ist noch ein Platz für einen. Das ist krass hier. Mein Gott. Ich bin voll mit dir. Das wird echt schlimm. Oh, warte, wie viele sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück? Ja, dann haben wir noch 13. Okay. Okay, beruhig dich. Wollen wir das andere Bein auch machen? Hast du irgendwelche letzten Worte, Marc? Deine letzten Worte. Wie fühlst du dich? Ich wollte mein Bein noch nie waxen. Und ich glaube, ich werde das nicht überleben. Warte.
Okay. Bist du bereit? Nein. Sollen wir runterzählen oder möchtest du nein, runterzählen? Nein, nein, nein. Ich zähle runter. Nein, das ist schlimmer. Komm. Das ist viel schlimmer. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Okay. Und drei. Ich, nein. Zwei. Oh mein Gott. Tschüss. Babypopo. Babypopo. Oha. Hä, das ist richtig gut. Das ist echt gut. Das hat weh. Nein, warte, 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 warte. Warte, das machen wir jetzt. Ich hab noch sechs Stück. Drei, zwei, eins. Mein Bein. Das bringt unnormal Spaß. Nicht so schnell. Okay, okay. Drei, zwei, eins. Ey, das bringt so Spaß. Oh mein Gott. Das ist echt übel. Guck mal, da sieht man richtig schön die Wurzel vom Haar. Mh, lecker. Also, meinetwegen können wir dein anderes Bein auch noch. Das wird klar. Oh mein Gott, zwei. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das hat am meisten weh. Hier kommt Zwischenstand. Jetzt hast du es bald geschafft. Wie fühlst du dich? Wie soll er sich fühlen? Wie fühlst du denn hier? Hier kommt wieder der rasende Reporter. Der geht weg. Drei, zwei, eins. Ja. Ey, das ist krank. Komm, zwei Stück noch. Guck mal, da ist noch richtig Wachs dran geblieben hier. Oh mein Gott, stimmt. Oh, nee, nicht abmachen, nicht abmachen, nicht abmachen. Das wird mein ganzes Leben so dran. Moment. Okay, ich versuch's abzumachen. Du darfst auch nicht bewegen. Das wird wehtun. Aber das geht nicht. Ey, wir nehmen einfach das andere hier. Nein. Ey, das regt zu Spaß, ich schwöre. Gut, das weh? Letztes, warte, komm schon. Letztes, komm schon. Nimm dein Bein so hoch. Nein. Okay. Oh, der wird hart. Ey, ohne Spaß, das wird der härteste. Ohne Spaß, ich glaube, das tut richtig weh. Drei, zwei. Oh mein Gott. Tut es weh? Ja. Also hier sieht man noch ein paar Reste. Sind da, warte. Guck mal, nein! Ey. Komm, wir haben hier noch ein paar. Nein, nein, nein. Ich geh weg. Oh mein Gott. Also ich fühle mich mega schlecht. Das tut mega weh und ich habe hier gefühlt noch die Hälfte an meinen Beinen. Das muss ich auch irgendwie abbekommen. Du warst aber echt tapfer, muss ich schon sagen. Also du hast es ganz gut weggesteckt. Tja, die Hälfte ist ja noch dran. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt hast du die Bestrafung hinter dir. Sehr Glück. Cool. Das ist echt gut durchgehalten. Würdest du es wieder machen? Nein. Nie wieder, nie wieder. Aber hast du jetzt so Rachegefühl oder so? Nein, also ach, es war verdient. Ich sehe schon, nachher krieg ich eine Faust. Wie so mitten in der Nacht irgendwann mal zack, einfach boah, komplett. Ey, das wäre so assi. Mark, hör auf. Also, für euch gibt es jetzt gleich noch was Lustiges hier. Aber davor gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert den Kanal und aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr gar nichts mehr verpasst hier. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Nein.